werden am ausverkauften Mönchengladbacher Bökelberg. 3:2. Matthäus. Und Siegmann rettet da. Amateur. Und Tor! Sitka! Ja, ist das denn zu fassen? Spielt die Abwehr der Mönchengladbacher da Standfußball? Norbert Meyers Freistoß, hier sehen Sie ihn. Da kann ich nur sagen, Haus der offenen Tür heute am Mönchengladbacher Bökelberg. Da waren mehrere Treffer von den unsicheren oder sagen wir nicht genau deckenden Abwehrreihen vermeidbar. Kompliment an die Bremer, die hier doch schon vor wenigen Minuten noch geschlagen schienen. In der 76. Minute stand es noch 3:1 und jetzt steht es 3:3. Bei Mönchengladbach kommen zwei neue Leute, Kriens und Borowka. Tor! 4:3 durch Uwe Reinders. Und schauen Sie sich diese Freude bei Bremen an. Neubert. 4:3 von Bremen. Torschütze Reinders. Was für ein Spiel. Innerhalb von 5 Minuten 4 Treffer. Ich wiederhole nochmal, in der 76. Minute stand es 3:1 für Mönchengladbach. Durch Uwe Rahn. Hier haben wir den Torschützen Uwe Reinders. Macht das 4:3 am Bökelberg. Dann 3:2 in der 78. Minute durch Müllmann. 3:3 durch Sitka. Und dann das 3:4 durch Reinders. Und zu spielen noch 8 Minuten zuzüglich der Nachspiel. Noch 2,5 Minuten regulärer Spielzeit. Kriens Kopfball. Ein langer Mann, 1,85.